Liebe Lengsdorfer, herzlich willkommen bei schönstem Wetter hier in Lengsdorf auf der Kirmes. Dieses Jahr habe ich Premiere, ich bin das erste Mal hier. Letztes Jahr waren Kollegen von mir hier, aber ich muss sagen, das ist ein herrlicher Kirmesplatz. Es sieht wunderschön aus, auch schon viele Gäste hier. Und ich will nicht lang schwaden, der Christoph mäht jetzt den Rest. Und zwar, wir fangen durch an mit dem Fassanstich. Christoph, Mikrofon funktioniert, bitteschön. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Dorfplatz in Lengsdorf. Herzlich willkommen, dass Sie zur Lengsdorfer Kirmes gekommen sind. Zusammen mit meinen beiden Stellvertretern Werner Dorn und Markus Limbach darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Und da wir hier oben nicht nur als Männerrunde stehen wollen, haben wir uns natürlich königlichen Beistand geholt. Und so begrüßen wir unsere Lengsdorfer Maikönigin Laura Sophie Brucks. Herzlich willkommen. Und aus dem befreundeten Ausland aus Duisdorf begrüßen wir die Weinkönigin Lisa Neuschwander. Herzlich willkommen. Unsere Lengsdorfer Weinkönigin Christina die Erste, sie ist für heute entschuldigt. Sie hat eine gute Entschuldigung. Sie hat heute Abend ihre Abschlussfeier des Masters und das wird groß im Kamea gefeiert. Und das hat natürlich heute Vorrang. Sie wird aber zu späterer Stunde zu uns kommen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, in den Annalen des Heimatmuseums kann man nachlesen, dass es bereits 1871 Tanzveranstaltungen im Rahmen der Ortskirmes gab, also vor über 153 Jahren. 1893 kamen die ersten Schausteller zu uns. Und sie bauten ihre Fahrgeschäfte unten im Mühlenbach oder wie es früher hieß, auf der Bachstraße auf. Also auch schon über 131 Jahre. Und in diese geschichtsträchtigen Zahlen reiht sich jetzt seit 2 Jahren Lupe Events ein. Lupe Events hat uns dazu bewegt, zusammenzuarbeiten, eine Kirmes herzustellen, aufzubauen, hier auf dem Dorfplatz. Und deshalb sind wir Lutz Bersch und seinem Team dankbar, dass wir diese Tradition nach über 150 Jahren hier oben fortführen dürfen. Dankeschön. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten möchten wir gerne auch ein paar vorstellen. Und das ist der Hausherr dieses symbolträchtigen Gebäudes dort oben. 800 Jahre St. Petri in Ketten. St. Peter heute und deshalb begrüße ich Pfarrer Alfons Adelkamp von der katholischen Kirchengemeinde recht herzlich hier bei uns. Ich darf begrüßen die Bezirksverordneten Jürgen Fröbig, Herbert Frohn und den Herrn Stadtverordneten Bert Moll. Wir haben auch den Vorsitzenden des OFA Duisdorf, Bernd Schmidt hier und ich sehe auch meine Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarorten, die Renate Torno aus Endenich, den Bruno Euskirchen aus Lessenich, der guckt sich das hier schon mal ab. In 2 Wochen ist Lessenich dran, aber es wird genauso schön wie jetzt in Endenich und auch hier bei uns. Und ich begrüße noch den Schützenkönig der Skisportfreunde Lengsdorf, den Daniel Schüller. Recht herzlich willkommen. Liebe Freunde, bei aller Feierlaune, die wir haben, mussten wir leider wieder in den letzten Tagen feststellen, dass ja die Nachbarschaft vielleicht auch nicht mehr das ist, was sie mal war. Ich bin ein Mensch, der das immer gerne offen anspricht und so will ich auch nicht hinterm Berg halten. Es gab also schon diverse Mails an das Ordnungsamt der Bundesstadt Bonn, die befürchten, dass diese Feier zu laut ausarten könnte. Ich kann nur eins sagen, wir haben jetzt 18 Uhr und ein paar Minuten, wir haben noch keine laute Musik gehabt, aber nein, es wird sich schon beschwert. Und deshalb habe ich mich heute Nachmittag kurz mal zusammengenommen und habe mir was rausgesucht, was man appellieren kann an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der näheren und weiteren Straßenzüge, die hier sind. Zurzeit gibt es Olympia in Paris, wir sehen die schönen Bilder da und der olympische Geist besagt ja, die Menschen auf der Welt sollen friedlich zusammenleben. Das wünschen wir uns hier für unsere Ortsgemeinschaft auch. Und deshalb appelliere ich an alle, die hier sind und die hier wohnen. Macht ein Miteinander, feiert mit uns in Geselligkeit, in Harmonie und in friedlicher Atmosphäre.
Das wünsche ich mir für diese Lengsdorfer Kirmes und lade alle ein, dieses Fest zu besuchen und danke Ihnen schon mal, dass Sie heute den Weg hier nach Lengsdorf gefunden haben. Dankeschön. Wir wollen jetzt 3 Tage genießen und wir wollen das Fest jetzt offiziell eröffnen. Zusammen mit den Königinnen werden meine Stellvertreter jetzt mal das Fässchen annehmen, mal sehen, wie viele Schläge sie brauchen. Ich sage mal, fast frei. Ist das nicht peinlich? Jetzt werde ich gezwungen sein, den Bernd Schmidt nach hier oben zu bitten, den Ufervorsitzenden von Duisdorf, damit der uns hilft hier oben. Wir zählen die Schläge. So, es läuft. Und damit kann man sagen, Ortsobwist, hiermit ist die Lengsdorfer Kirmes offiziell eröffnet. So, bevor Sie jetzt hoffentlich in den Genuss des Freibiers kommen, es wird zurzeit von unserer Maikönigin verteilt. Die nächste Lage ist aber schon hier im Anbruch. Wie gesagt, wenn man hier in diese Menschenmassen guckt, müsst ihr entschuldigen, alle habe ich nicht gesehen. Aber ich freue mich natürlich auch, dass der Brüser Berg heute hier vertreten ist und begrüße vom Ortsausschuss Brüser Berg meine Kollegin Heidi Möller. Herzlich willkommen, liebe Heidi. Selbstverständlich. Mit allen anderen hierbei. So, jetzt erwarten wir aber einen hohen Gast. Der ist für Geld nicht zu bezahlen, um es auf Deutsch zu sagen. Seit ungefähr einer Woche treibt er sich schon hier im Dunkeln rum. Tageslicht hat er, glaube ich, noch nicht gesehen, aber er müsste mittlerweile da sein. Empfangt bitte mit einem großen Applaus den Zachaius von Lengsdorf. Jetzt luden euch an, ein fein Sakko hätte, ein Basecap, sportlich, stramme Waden, gute Schenkel, aber die Jeans ist nicht von mir, das könnt ihr nicht sagen, ne? Ist nicht. Markus, hol ihn doch mal hoch oder zeig ihn mal. Die Mitglieder des Heimat- und Verschönungsvereins haben diese noch Strohpuppe zum Leben erweckt. Und das ist der Lengsdorfer Zachaius, der, schauen wir mal, bis Sonntagabend hier unter die Anklage kommt. Mal sehen, was er bis dahin noch alles so anstellt oder auch nicht. Vielleicht macht er ja auch mal was Gutes. Ansonsten droht ihm ein jähes Ende. Wir danken dem Heimat- und Verschönungsverein für diesen Zachaius und allen, die ihn eventuell kläue wolle. Keine Angst, wir haben Ersatz. Und wir verhandeln nicht. Wir haben nämlich nichts in der Kasse, um ihn auszulösen. Also, wo er auch immer hängen mag, das halten wir jetzt mal geheim. Mal sehen, ob er am Sonntag offen noch da ist. Vielen Dank an den Heimatverein für diesen Zachaius. Fahrt ihn mal hier über den Platz, dass er gesehen wird. Und mal sehen, wo er dann landet. Der Zachaius vom Dorf.
aber hinten zu schunkeln. Also halt dich in den Arm und stell dir vor, ihr seid 4 Stunden weiter. Also Vorstufe zum Schwanken ist das Schunkeln. Und wenn wir schunkeln, singen wir wie eben so schön. Gemeinsam ein Lied. Und zwar ist das Lieblingslied von Lutz Persch. Wir haben eine E-Mail geschrieben an einen kurzfristig aufbauen. Hört uns. Wäre das schön. Die E-Mail erreicht uns heute Morgen um 7. Wir haben um 8 Uhr gepumpt. 5 nach 8 waren wir durch. Und das ist jetzt das Ergebnis. Viel Freude. Alles ist genau sein Detail. Zusammen! Zwischen
Es ist für mich zu spät.